Also ich entdeckte vor 8 Jahren die Leidenschaft zum Rudern durch eine Freundin. Und es hat so viel Spaß gemacht, einfach gemeinsam etwas zu bewegen auf dem Wasser und es überhaupt zu erlernen und jetzt immer wieder zu perfektionieren und weiter daran zu arbeiten. Ich trainiere 7 bis 8 Mal die Woche. Nebenbei habe ich Schule, meistens bis 13 Uhr. Das klappt aber an sich ganz gut, weil ich halt eine kurze Verbindung vom Training und Schule habe. Und Hausaufgaben mache ich zwischendurch irgendwann und auf dem Garten wird gelernt. Das ist einfach so, sonst hat man keine Zeit zum Lernen. Der Sport nimmt ziemlich viel Zeit in Anspruch. Meine Eltern sind nicht selten. Aber das ist okay für die. Die unterstützen mich da. Und ich bin sehr dankbar für den Rückhalt meiner Eltern. Also ich habe im Sport ziemlich viel gelernt. Allein das Organisatorische. Wann ist Training? Wie komme ich hin? Wann mache ich meine Hausaufgaben zwischendurch? Dann aber auch das Miteinander, das Soziale. Viele Freunde habe ich beim Rudern. Man verbringt halt ziemlich viel Zeit dort und hat halt dort auch den größten Teil seiner Freunde. Es ist ein total tolles Miteinander.